Kalimera, Freunde, und herzlich willkommen hier auf Kreta TV. Und wir sind heute hier in Kurnas. Hier im Hintergrund seht ihr die Taverne Babis. Wer Babis kennt, ist eine traditionelle kretische Taverne. Und wir sind heute hier vor Ort, weil Babi hat Besuch von einem österreichischen Kamerateam. Es wird eine Dokumentation für das österreichische Fernsehen hier vor Ort gedreht am heutigen Abend. Wir haben jetzt Anfang Juli und es ist wirklich ein lauer Sommerabend und ideal für eine Dokumentation über Griechenland, das griechische Leben, speziell hier auf Kreta. Wir werden für euch die Dreharbeiten beobachten und ihr könnt ein professionellen Kamerateam über die Schulter sehen. Hier seht ihr schon, wir sind mitten in den Dreharbeiten hier angekommen. Hier seht ihr Arno vom Mandali. Ihr kennt das Mandali sicher aus unseren Videos. Wenn nicht, ich verlinke euch die Videos unten in unserer Beschreibung. Und hier wird gerade Mesitra-Käse gekocht. Ja, wir hatten auch in 2019 ein Video gemacht über die Produktion von Mesitra-Käse. Ich verlinke es euch auch unten in die Videobeschreibung am besten. Und hier seht, professionelles Kamerateam. Ist natürlich eine Privatfirma im Auftrage vom österreichischen Fernsehen, exakt Fernsehsender ATV in Österreich. Und das Kamerateam ist hier jetzt eine Woche vor Ort, um einige Videoszenen zu drehen und die Dokumentation nach unseren Informationen wird dann im Juni 2024 in ATV direkt ausgestrahlt. Wir schleichen uns mal hier näher ran. Da muss ich dann natürlich die Klappe halten, weil die Mikrofone hier vom Kamerateam sind sehr, sehr empfindlich. Du siehst, ich habe kein Thermometer im Weg. Die Schäfer haben auch kein Thermometer. Aber es gibt einen Trick. Das, bald als der Milch hochkommt, dann ist es 95 Grad. Und dann das abstellen. Können wir mal reinschauen? Ja, natürlich darfst du reinschauen. Und das sieht ähnlich aus wie Kuhmilch. Es ist nur Schafmilch und Ziegenmilch. Gemischt. Es ist 80% Schafmilch, 20% Ziegenmilch. Ja. Denn nur von Ziegenmilch gibt es einen ganz schlechten Geschmack, denn da gibt es weniger Fett. Ebenso kann man von dem gleichen Milch Joghurt machen. Dann verheizt man es nur bis 42 Grad. Nach in die Pfanne stellt man ganz einfach mit dieser Temperatur draußen in die Sonne, am Balkon oder an den Fliesen, so dass die Temperatur ungefähr so warm bleibt. Dann macht man ganz einfach zwei Löffel Joghurt dazu und dann hat man nach 24 Stunden hat man Joghurt. Aber viel helfen wird dir dabei? Das machst du alles alleine? Ja, du weißt. Warum? Weil man mit zwei Männern bemühen kann. Deswegen macht das alleine. Aber das Einzige ist, ich brauche noch Zitronensaft. Denn wir haben 10 Liter Milch. Das bedeutet, ich brauche Stellung mit Chimoto Lemon. Μετά, όχι ακόμα, μόνο χρειάζεται περίπου 10 λιμόνια. Να σας ρωτήσω να μην έχουμε παπούτσια. Ναι. Παπούτσι. Ναι. Was sagen Sie? Sie fragen, muss es gepresst werden? Ja, muss gepresst werden. Du kannst nicht die Zitrone so reinschmeißen. Das funktioniert nicht. Ja, die Frage war, ob ihr Deutsch redet. Ja. Die Milch, jetzt die Firma, machen mit Maschine. Von Kuh und Sache.
das ein bisschen Katastrophen war. Die müssen sich besser mit der Welt. Also hätte ich geholfen? Ja. Und warum? Nichts mehr machen. Er hat die Leute mit der Maschine, aber besser gucken. Nichts machen, die mitverdichten zum Beispiel. Was ist das Problem von der mit den Büschen und die Teppe. Und es ist ebenso, dass ein jedes Tier, was mit einer Maschine geworfen wird, gibt weniger Milch, denn es tut weh. Beim Weg, dann zieht das. Ja, die zusammen, also der Milch kommt nicht raus. Aber die Leute mit den und es geht auch völlig anders als bei den Kühen. Denn Kühe macht man so. Schafen macht man so mit den Fingern. Und leise. Nicht mit Kraft. Nur mit Gefühl. Das hat er auch gemeint, es muss Liebe dabei sein. Dazu kommt, dass die Schafe und Ziege an der Insel Kreta, wenn man die Tiere nicht kennt, und die Tiere kennen wir nicht, kann man versuchen, um sie zu merken. Aber es geht nicht, sie laufen weg. Und es gibt noch einen Unterschied, und denn Kühe milcht man so, Schafe und Ziege nicht. Hier steht das Tier, hier ist der Schwanz und die milcht man so. Und nachher laufen sie wieder weiter. Also eine nach der anderen quasi. Eine nach der anderen, ja. Und es ist ebenso ein Unterschied mit das Essen. Denn dadurch ist es ebenso, dass die Milch besser ist. Denn die Tiere laufen nur draußen. Und essen die Gemüse, besser gesagt die Korta, das Grün, was es gibt. Dieses Jahr ist es alles niedrig. Denn es gab wenig Wasser und abhängig Saison. Am Moment das Grün ist fast schon weg. Alles ist schon kalt, trocknet. Und dadurch ist es so, dass die Tiere mehr Zeit brauchen zum Essen. Leute, ebenso, das dauert in der Saison, ändert sich die Konstellation von der Milch. Es wird weniger Fett, weniger Zucker und weniger Protein. Dadurch gibt es aber einen bestimmten Moment, dann kann man versuchen, das wieder zu machen, aber es funktioniert nicht. Da hat man auf 10 Liter möglicherweise 100 Gramm. Und dann hört man auf. Das macht keinen Zweck. Du brauchst noch ein bisschen, oder? Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich geh kurz zum Abendessen und bin gleich wieder da. Ja. Okay. Halb sowieso. Ihr seht, hier werden einzelne Sequenzen einzeln aufgenommen. Und im Raum des Cutters wird es dann zu einer durchgehenden Geschichte zusammengefasst. Hier der Kameramann, es ist für uns ein alter Bekannter, wir kennen ihn, ist der Daniel und wir kennen ihn von 2018 noch und der Regisseur war ursprünglich früher Cutter, Videocutter und dadurch haben wir auch diese Beziehungen zur österreichischen Medienlandschaft. Und hier ist unser, ihr kennt ihn alle, unser Arno. Und Arno, ja. Wie geht's mit dem Kamerateam aus Österreich? Ich glaube, das Kamerateam, das geht gut. Jedenfalls mir geht gut und ich hoffe, es geht Ihnen auch gut. Aber es geht. Ja, kein Problem. Das ist mir doch egal, von welchem Land das Kamerateam ist. Du kannst dich sicher noch an 2019 erinnern, wo wir den Misitra-Käse auch gemeinsam gemacht haben. Im Juni. Ja, genau. Das weiß ich noch. Und das war eigentlich das erste Mal. Und nachher haben wir es öfter gemacht, fast jede Woche. Ja. Und heute Abend ist es wieder. Wie oft wir das ist, wissen wir noch nicht. Es ist ja abhängig von Fettgehalt der Milch. Von Fettgehalt der Milch, Proteinen, also Eiweiß, ja, und Zuckergehalt. Ja. Wenn es zu niedrig wird, gibt es keine Käse, kann man keinen Käse machen.
denn die Tiere brauchen dann die Ernährungsstoffe für sich selber. Und deswegen kann man kein Käse davon machen. Und wir nutzen da nur altmodisch Zitronensaft und nicht wie heutzutage in die Fabrik, da nutzt man Caseine. Das ist ein Enzym, was gibt im Magen. Aber nee, wenn man es macht, muss man es wirklich gut machen. Also mit Zitronensaft. Wir werden auf jeden Fall das Video von 2019 unten in der Videobeschreibung für euch verlinken. Okay. Einerseits als Erinnerung für Nano, ja. Und andererseits, wenn ihr das verpasst habt, hier seht ihr dann auch den fertig geschnittenen Film, das jetzt das Kamerateam aus Österreich erst heute produziert. Gerne. Also Arno, wir sehen uns dann später, gell? Ja doch, ich bin hier noch eine Weile. Das dauert ungefähr 3 Stunden, bis es fertig ist. Das kennen wir, ja. Ja. So, Freunde. Und mit diesen Bildern, hier seht ihr nochmal das professionelle Kamerateam aus Österreich. Hier werden natürlich so auch so Zwischensequenzen, die zwischen den einzelnen Szenen hineingeschnitten werden, aufgenommen. Es ist natürlich ein Riesenaufwand, was hier betrieben wird. Es sind 3 Leute am Werk, ein Kameramann, ein Mann für den Ton, der Tontechniker und natürlich der Karol hier als Regisseur. Sie bleiben jetzt die ganze Woche hier, haben verschiedene Locations, wo gefilmt wird und dann wird eine circa Dreiviertelstunde eine Dokumentation im Studio fertig geschnitten mit Off-Stimmen und der Musik und dergleichen. Es ist natürlich immer wieder interessant zu sehen, wie Fernsehcrews hier professionell arbeiten. Wir hatten auch 2018 die Gelegenheit, im Schnittraum direkt zuzusehen, wie so der Schnitt funktioniert. Hier wird immer wieder kontrolliert, sitzt das Mikrofon. Ja, da ist der Tontechniker gefragt natürlich. So Freunde, und mit diesem kurzen Einblick in den Dreharbeiten von einem österreichischen Kamerateam für eine Dokumentation über Greta möchte ich mich für heute verabschieden. Und es ist ein wirklich sehr schöner lauer Abend. Wir hatten heute wieder über 30 Grad. Und ihr seht auch, es ist reger Betrieb hier in der Taverne von Babi. Und ja, was noch bleibt, wir sehen uns beim nächsten Video natürlich wieder.